Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Stand jetzt werden in Absprache mit den Gesundheitsbehörden 2.900 Zuschauer im Eintrachtstadion dabei sein. Wir haben das Hygienekonzept entsprechend angepasst, sodass auch nur noch Zweiergruppen zusammensitzen werden. Das Losverfahren läuft inzwischen und die werden alle heute im Laufe des Tages von uns informiert. Daniel, die Bilanz zu Hause noch ungeschlagen, wenn man auch das Pokalspiel gegen die Hertha mit reinnimmt. Wie könnt ihr und wollt ihr die Serie am Wochenende ausbauen? Ja, es wär gut, wenn wir die ausbauen können. Also jedes Spiel ist ja ein Stück weit anders anzugehen. Wir haben uns natürlich mit Nürnberg jetzt im Laufe der Woche beschäftigt, haben uns auch die Dinge angeguckt und die Spiele jetzt zuletzt, haben versucht dann aus unseren personellen Möglichkeiten, aus unserer Situation eine gute Idee zu entwickeln, wie wir dem begegnen wollen. Und das hat jetzt erstmal mit Heim und Auswärts nichts zu tun. Grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und versuchen uns immer so vorzubereiten, dass wir dann dazu in der Lage sind am Spieltag. Und wir sind optimistisch, dass wir am Samstag wieder wettbewerbsfähig sind und wollen dann einfach mit Unterstützung der Fans, die hoffentlich noch da sind, also wir hoffen ja, dass das funktioniert, bis Samstag dann einfach dann hier zu Hause diesen Heimnimbus natürlich bewahren. Solange wir auswärts nichts holen, ist das auch wichtig, um weiter in einer vernünftigen Ausgangssituation zu sein. Und dementsprechend gehen wir es an. Den FCN-Trainer Robert Klaus kennst du relativ gut. Ist ein ehemaliger Spieler aus Strausberg. Gibt es noch Kontakt? Und wie erwartest du den FCN unter seiner Führung am Samstag? Ja, wir haben jetzt zuletzt weniger Kontakt gehabt. Also wirklich nur zu Saisonbeginn, weil wir uns gegenseitig zu den neuen Aufgaben gratuliert haben. Vorher war es doch ein bisschen häufiger der Fall. Ich habe ihn immer mal auch in Leipzig besucht, wo er vorher war. Aber jetzt, wie gesagt, gerade vorm Spiel jetzt eigentlich nicht. Vielleicht haben wir danach ein bisschen Zeit, noch ein paar Worte zu wechseln. Ansonsten hat Nürnberg nach der Saison, die sicherlich nicht zufriedenstellend war, nach der letzten Saison, dann nicht nur in den entscheidenden Positionen, heißt Sportdirektor bzw. Vorstand Sport, und dann eben auch auf der Trainerposition einen Wechsel vorgenommen, sondern eben auch mit der Wahl von Robert Klaus auch einen anderen Ansatz gewählt, weil Nürnberg letztes Jahr schon noch eine Ballbesitzmannschaft war. Robert Klaus bekanntlich aus dem RB-Kosmos kommt und einen ähnlichen Ansatz dann wählt. Also man sieht schon, dass es eine Mannschaft ist, die schnell umschalten will, die über den Umschaltmoment kommt, keine großen Ballbesitzpassagen mehr hat, da sicherlich auch noch nicht am Ende der Entwicklung ist, weil es schon auch ein komplett anderer Ansatz ist und man sieht, dass sie das mal besser und mal schlechter machen. Fakt ist aber, dass eine hohe Qualität, eine hohe individuelle Qualität im Kader von Nürnberg uns erwartet und dass wir da auf der Hut sein müssen und wir sind ganz gut vorbereitet. Abschließend wie immer die Frage nach der personellen Situation. Wer steht zur Verfügung bzw. auf wen müssen wir verzichten? Ja, wir haben weiterhin die Langzeitverletzten, also Suleiman Abdullahi, Ibar May, Niko Kiewski und Leon Bürger, die im Moment keine Rolle spielen. Weiter mit muskulären Problemen bzw. mit einer muskulären Verletzung im Aufbau, Leandro Putaro und Matthias Heiland, Nico Klaas, gesperrt nach dem letzten Wochenende, zurück dafür wieder Dornebusch nach seiner Sperre und Michael Schulz nach Magen-Darm-Virus letzte Woche. Der Rest sollte da sein. Vielen Dank. Patrick, dann kommen wir zu dir. Du hast den Saisonstart mit einer Oberarmverletzung, Ellbogenverletzung verpasst. Wie schwer war es für dich, zugucken zu müssen und wie weit bist du? Du hast ja gegen Regensburg auch schon die ersten 15 Minuten wieder auf dem Platz gestanden. Ja, schon schwer, muss ich sagen. Das war jetzt für mich eine der ersten Verletzungen. War ein unglücklicher Zeitpunkt, obwohl ich grundsätzlich glaube, dass es da keinen guten Zeitpunkt für gibt. Dann natürlich aufgestiegen aus der dritten Liga. Man freut sich auf die zweite Liga, macht die ganze Vorbereitung mit und muss dann auch gegen Hertha im Pokal zuschauen. Das tat schon ein bisschen weh. Aber jetzt bin ich wieder fit, bin wieder da, habe jetzt meine ersten Einsatzminuten bekommen und brenne natürlich auf mehr Einsatz. Am Samstag geht es für dich gegen deinen Ex-Club ein besonderes Spiel, auch nach der ganzen Zeit noch? Ja, also ich war 11 Jahre dort, ich komme da aus der Region, ich kenne die Leute gut, ich weiß auch, was in dem Verein vor sich geht, wie das letzte Jahr auch für den Verein war, wie schwer das war. Ich habe so gut wie alle, die bei mir in der Verwandtschaft sind Clubfans.
Von daher weiß ich, was auf uns zukommt. Ich weiß, dass es ein sehr emotionaler Verein ist, so wie hier. Aber freue mich jetzt auch auf das Duell gegen die. Was auf uns zukommt, ist ein gutes Stichwort. Was für ein Spiel erwartest du denn am Samstag? Ja, wie jedes Spiel. Ein umkämpftes Spiel, ein schweres Spiel. Eine gute Mannschaft, die viel individuelle Qualität auch hat. Ich glaube, wir müssen uns trotzdem nicht verstecken. Wir haben gegen Regensburg gerade im 11 gegen 11 haben wir gezeigt, wie gut wir auch Fußball spielen können, dass wir da auch den Gegner Probleme bereiten können, dass es hinten raus dann schwer wurde, ist klar. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir ganz gut Paroli bieten können und dass wir uns auf ein spannendes Spiel freuen können. Vielen Dank, dann seid ihr dran. Ich eröffne einmal die Fragerunde, Mikro kommt. Daniel Mauch von der Braunschweiger Zeitung. Danke. Herr Mayer, meistens die Spieler, die hier mit auf dem Podium sitzen, haben ganz gute Einsatzchancen. Gilt das auch für Patrick Kammerbauer, nachdem er jetzt zumindest die ersten Minuten ja gespielt hat? Ja, für uns ist erstmal wichtig, dass er wieder mit dabei ist, weil er wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat und uns hat das dann in der Phase, also kurz vorm Start, auch hart getroffen, weil er fest eingeplant war. Dann hat es ja doch ein bisschen länger gedauert, als wir gehofft haben und es war, glaube ich, für ihn auch letzte Woche wichtig, dann nach den Trainingseinheiten auch wieder auf dem Platz zu stehen und er ist jetzt wieder eine vollwertige Option. Er braucht jetzt, glaube ich, auch im letzten Schritt den Spielrhythmus wieder, um dann eben diese Wettkampfhärte zu bekommen. Also im Training ist er jetzt lange genug dabei und klar, dementsprechend ist er eine Option für den Samstag. Da gleich angeknüpft, Sie müssen ja eh wechseln durch die, oder zumindest in der Startelf wechseln durch die gelb-rote Karte von Nico Klaas. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht, die Sie vielleicht ja auch mit uns teilen können, wie man das ersetzt, ob taktisch, personell oder halt, ja. Ja, wäre schlecht, das ist Donnerstag, wenn ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht hätte, wäre ein bisschen schwierig. Ja klar, also wir haben, das ist ja so ein bisschen unsere Position, die nach der Verletzung von Nico Kiewski einfach vakant ist. Wir haben gesagt, wir wollen es erstmal aus dem eigenen Kader lösen, haben aus unserer Sicht mit Nico Klaas da auch eine gute Variante gefunden, weil er einfach viele Dinge einbringt, die es für die Position benötigt. Jetzt ist durch die Sperre natürlich so dieser Entwicklungsprozess ein Stück weit unterbrochen, aber wir werden den dann auch nächste Woche wieder aufnehmen, weil wir zum Beispiel auf der anderen Seite bei Danilo Wiebe eben gesehen haben, dass wenn man jetzt den Spieler umschult, dass es das ein oder andere Spiel einfach auch braucht, bis du ein Gefühl für die Position hast, bis du die Abläufe hast, das Timing in den einzelnen Aktionen. Und bei Danilo sieht man sehr gut, dass es sich lohnt, dann eben vielleicht die ein oder andere Geschichte auch mal auszuhalten. Jetzt müssen wir reagieren. Der Kader gibt jetzt per se noch die ein oder andere Variante her. Ja, wir haben die Möglichkeit, mit Lasse Schlüter zu spielen. Wir können Danilo Wiebe rüberziehen. Der hat das ja dann auch nach dem Platzverweis gegen Bochum auf der linken Seite gespielt. Im Zweifel könnten wir auch was am System rütteln, was aber eigentlich nicht unser Ansatz ist, weil wir schon gesagt haben, dass das auch unsere Stärke ist, ein Stück weit die Art und Weise, wie wir das Spiel interpretieren. Und dementsprechend ist das immer gefühlt die letzte Variante, dass wir die komplette Statik umdrehen. So, wenn ich jetzt richtig frage, zur Sicherheit trotzdem nochmal nach. Sie hatten sich ja eigentlich festgelegt, Felix Dornbusch kehrt ins Tor zurück. Frage natürlich, ob das weiterhin Bestand hat und was für ihn spricht im Vergleich zu Jasi Fesic. Ja, ich bin ein bisschen irritiert, dass die Diskussion wieder aufgekommen ist. Also wir haben uns ja relativ klar positioniert und auch das begründet, warum wir mit Felix Dornbusch als Nummer 1 jetzt in die Saison gegangen sind. Dass ich glaube, alle wissen, dass das eine sehr unglückliche Situation war mit dem Platzverweis und ich fand, dass er vorher auch nichts angeboten hat, weshalb man jetzt irgendwie an seiner Position rütteln muss, dass Jasmin das insbesondere gegen Bochum, als er reinkam, richtig gut gemacht hat, ist uns auch aufgefallen, aber das hat jetzt nichts mit der Grundsatzentscheidung zu tun, sondern es ist auch die Erwartungshaltung. Ne? Wir haben immer gesagt, wir fühlen uns sehr wohl mit so einem erfahrenen Torwart, dann eben auf der 2. Und er hat gezeigt, dass wir uns auf ihn verlassen können, wenn er gebraucht wird. Aber die grundsätzliche strategische Entscheidung und auch so ein bisschen dieser Blick in die Mittelfristigkeit, was ja durch unseren ganzen Kader und durch die ganze Planung geht, hat uns zu diesem Ranking kommen lassen. Und wir können uns selig drüber unterhalten. Und das wird ja dann auch immer im Detail
auseinandergenommen, dass mal die eine Seitenverlagerung nicht kommt oder dass man, was weiß ich, bei der einen oder anderen Situation das vielleicht nicht optimal gelöst hat. Aber Fakt ist, dass Felix Dornebusch in keiner relevanten Szene, was die Torverteidigung angeht, in irgendeiner Art und Weise eine Unsicherheit gezeigt hat. Und von daher, also warum? Und selbst wenn, würde die ihm vielleicht auch mal zustehen, das machen andere auch. Es gibt aus meiner Grund keinen, also aus meiner Sicht gar keinen Grund. Ich habe das. Wir haben uns damit sehr viel Zeit gelassen, haben eine sehr bewusste Entscheidung getroffen, zu der stehen wir. Und es gibt aus meiner Sicht keine Veranlassung, da irgendwie dran zu rütteln. Gab es auch nie. Also die Diskussion ist außerhalb vom Inner Circle geführt worden. Dann Timon Töfert vom RND. Ja, erstmal moin in die Runde. Herr Mayer, Sie hatten einen guten Saisonstart, vor allem mit den Spielen gegen Hertha und Kiel. Dann der Rückschlag im Derby, dann der Sieg gegen Bochum, jetzt wieder die Niederlage gegen Regensburg. Man könnte das Gefühl haben, es fehlt so ein bisschen die letzte Konstanz noch. Würden Sie das unterschreiben und was sind aus Trainersicht da Ansätze, irgendwie mit umzugehen? Ja, na klar unterschreiben wir. Das ist ja das, was wir vorher angekündigt haben. Wir haben vorher, und das ist ja immer so, dass man das dann, dass das immer so ein bisschen Hintergrund rückt, wir haben sehr stringent versucht zu erklären, in welcher Situation wir uns befinden, welche Möglichkeiten wir in der Kaderzusammenstellung hatten, für welchen Weg wir uns entschieden haben und welche Probleme auf uns zukommen werden. Und eine große Thematik war, dass uns ein Stück weit Erfahrung fehlt und dass uns aber eben auch durch diesen großen Umbruch Automatismen fehlen und wir können gar keine Stabilität haben. Ich finde, dass das Höchstmaß an Stabilität ist, dass wir in 6 Pflichtspielen bis auf das Derby in Hannover eigentlich nie das Gefühl hatten, nicht auf Augenhöhe agieren zu können, sondern dass wir immer das Gefühl hatten, wir wären in der Lage gewesen, Spiele auch in unsere Richtung kippen zu lassen. Wir sind jetzt nicht vom Spielglück verfolgt worden, ja, in unterschiedlichsten Spielen nicht, also gegen Hertha ja. Was auch gut war, weil das Spiel kannst du halt nicht wieder gut machen, wenn es in die falsche Richtung läuft. Aber wir haben gegen Hertha diese VAR-Entscheidung in einer Phase, wo es richtig gut lief. Wir können über einen nicht gegebenen Elfmeter an uns beim 0-0 gegen Kiel reden, wobei wir mit dem Punkt super zufrieden sind. Und dann haben wir jetzt zweimal Spiele in Unterzahl beenden müssen und haben frühe Gegentore gefangen. Also wir für die Situation, in der wir uns befinden, wo wir nicht viele Erfahrungswerte haben, wo man eine sehr junge Mannschaft hat oder eine unerfahrene Mannschaft, auch was vor allen Dingen diese Liga angeht und das Zusammenspiel miteinander angeht, finde ich, dass wir sehr stabil wirken. Ja, auch was Patrick gerade gesagt hat, wir haben wieder diesen frühen Gegentreffer in Regensburg weggesteckt und ich habe nicht gesehen, dass wir in uns zusammengesackt sind, sondern wir haben dann eigentlich sehr, sehr ordentlich ein Spiel gefunden und dann war eben der Knackpunkt der Platzverweis. Und das ist eigentlich so diese Stabilität, die wir haben. Aber wir sind uns schon bewusst, dass wir in jedem Spiel ans absolute Limit müssen, dass wir nochmal Erfahrungsdefizite haben, dass wir ein paar Jungs erst auf das Niveau entwickeln müssen, dass es Rückschläge geben wird. Und dementsprechend ist diese Wellenbewegung überhaupt nicht überraschend. Also das ist, alles andere wäre eher überraschend, wenn es jetzt schon ein Höchstmaß an Kontinuität geben würde. Deswegen, wir haben die Phasen besprochen. Intern ist das total klar. Wir sind total transparent. Wir gehen sehr tiefenentspannt und trotzdem kritisch mit den Dingen um, so wie der Saisonverlauf jetzt ist. Aber unaufgeregt, würde ich sagen. Weil wir genau wissen, welche Themen uns begleiten werden und die kommen, wie gesagt, aus unserer Sicht nicht überraschend, sondern wir bearbeiten die mit all der nötigen Ruhe. Wir haben ein ganz klares Ziel, wie viele Punkte wir bis Weihnachten holen wollen und wo wir da stehen wollen. Und wir sind vor allen Dingen der festen Überzeugung, dass die Zeit für uns spielt und dass wir immer besser werden. Und das Gefühl haben wir auch. So. Kurze Ergänzung, der VAR war in Heidenheim und nicht gegen Hertha. Was ich gerade eben fragende Blicke gesehen habe. Weitere Fragen? Dann immer. Dann, Entschuldigung, nicht gesehen, Frank, sorry. Vielleicht eine Frage an Patrick. Du bist ein Spieler, du hast schon Erfahrung in der zweiten Liga. Worauf kommt es einfach jetzt in so einer Phase, wo auch eine sehr erfahrene Mannschaft vielleicht mit ein paar negativen Ergebnissen umgehen muss, an? Erfahrene Mannschaft Nürnberg, meinst du? Unerfahrene. Okay. Ja. Ich glaube, wir müssen uns einfach auf unsere Stärken besinnen und das machen wir von Spiel zu Spiel. Ich glaube, grundsätzlich kommt es darauf an, dass wir unserer Linie treu bleiben, dass wir weiterhin unser Ziel verfolgen, das wir ausgegeben haben, dass wir ja, in eine Richtung zusammen marschieren, dass wir das alle zusammen versuchen, den Schalter umzulegen. Oder was heißt den Schalter umzulegen? Dass wir einfach weitermachen und dass wir dann, wie es der Trainer gesagt hat, vielleicht auch mal das Spielglück dann wieder mehr auf unserer Seite haben.
und dass dann Kleinigkeiten ein Spiel zu unseren Gunsten entscheiden werden. Und ich glaube, darum geht es einfach, dass wir weitermachen, dass wir nicht aufhören, und das ist das, was entscheidend ist. So, jetzt aber Frank Kornert von Radio SAW. Herr Mayer, Sie brauchen jede Minute der Spielpraxis, ist klar, bei einer neuen Mannschaft. Wenn Sie jetzt aber zweimal so spielen, wie Sie nicht normal spielen, nämlich mit 10 Mann, wie viel können Sie davon noch mitnehmen für den normalen Aufbau des normalen Spiels? Naja, also man muss ja unterscheiden. Also beide Situationen sind nicht ganz vergleichbar. Wir haben ja in Bochum das Thema gehabt, dass wir zum Zeitpunkt des Platzverweises stand es ja unentschieden, und wir hatten irgendwie die schon so die Möglichkeit, indem wir es sauber verteidigen, was mitzunehmen, dass es dann noch gewinnt, ist halt super. Für uns war das auch so eine Rückkopplung, vor allen Dingen nach dem Derby, nicht, wo wir uns ja so den einen oder anderen Vorwurf gefallen lassen mussten, dass wir die Mentalität haben, mit schwierigen Situationen umzugehen. Das war die Erkenntnis aus dem Bochum-Spiel, weil das war nicht einfach. Gerade nach dem frühen Gegentor und auch mit der ganzen Kritik im Rücken. Wir haben ganz klar gesehen, und das in beiden Spielen, dass wir trotz einem Mann weniger und im zweiten Spiel jetzt ja fast eine Stunde, glaube ich, waren wir einer weniger, richtig gute Laufwerte hatten. Und das war eine Riesendiskussion in der Länderspielpause, wo wir versucht haben zu sensibilisieren, dass wir richtig Kilometer marschieren können, dass wir fit sind. Das sind so die Sachen, die wir eben rausziehen können, dass wir dagegen halten, dass dann nach so einem 2-0 in Regensburg auch mal der Kopf runtergeht, muss man ein Stück weit, das ist dann auch eine menschliche Reaktion, weil es dann auch klar wird, dass es auswärts mit einem 2-0-Rückstand dann richtig kompliziert wird, vielleicht noch zum Ausgleich zu kommen, wobei wir sogar noch die ein oder andere Szene hatten, nochmal zumindest dran zu schnuppern. Aber das sind die Erkenntnisse, die wir haben. Ich habe mich dann in Regensburg auch eben dafür entschieden, 2-3 Jungs zu bringen, die entweder noch gar nicht gespielt haben oder wenig Spielpraxis hatten, um ihnen einfach die Minuten zu geben. Das sind so die wenigen Dinge, die du dann noch rausziehen kannst dann sozusagen in der B-Note noch das ein oder andere mitnehmen. So hat eben Kammer wichtige Spielminuten gehabt, Kubusevic konnte sein Debüt feiern, aber viel mehr kannst du dann in der Situation nicht mehr rausholen, weil der Frustrationslevel natürlich zweite Halbzeit dann groß war. Aber für uns ist entscheidend, wir fallen nicht auseinander, wir sind richtig viel unterwegs, die Mannschaft ist fit, und vor allen Dingen, und das, darum geht es jetzt in der Phase, wir bleiben halt ruhig so. Also ich finde halt, man muss die Dinge vernünftig einordnen. Klar, in der Außenwirkung 3-0 auswärts, was ist mit denen los? Wir nehmen schon wahr, dass dann irgendwie Begriffe fallen wie Schülermannschaft und was weiß ich. Aber das motiviert uns. Also ich finde, wir sind sehr klar, wir sprechen auch die Fehler an. Wir sind nicht naiv, also um Gottes Willen. Und wir sind auch nicht zufrieden, darum geht es nicht. Aber wir sehen auch die Dinge, die besser werden, und die Dinge, die gut laufen. Und wir versuchen, den Fokus auf die wesentlichen Elemente zu legen. Und dann können wir uns über den Platzverweis unterhalten. Aber das Spiel ist danach eben schwer zu bewerten. So. Und ich kann da das ein oder andere nicht teilen an Polemik, was da unterwegs ist. Aber ich finde halt, mich schiebt das nochmal an. So. Und ich versuche das auch an die Mannschaft zu vermitteln. Und Samstag geht's weiter. Ist die Schülermannschaft wieder da. Dann gibt es tatsächlich zu diesem Verein umfangreiche Verbindungen, nicht nur von Patrick, sondern auch Ihr Co-Trainer war da mal und der Felix war mal da, und Sie haben noch eine Verbindung zum Trainerkollegen. Ist das dann Lust oder Last? Der kennt natürlich, der weiß natürlich auch ganz genau, was Sie machen eigentlich. Und umgekehrt, ist das ein Vorteil oder will man sich da erst recht bewahrheiten, und wie ist das für Patrick? Weil wenn das Spiel gewonnen wird, ist ja nichts mit Weihnachten zu Hause feiern. Ja, also ich kann jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich mehr in meiner Familie unserem Gegner die Daumen drücken werden. ist traurig, aber wahr, ne? So ist es einfach bei mir. Damit muss ich leben, aber damit kann ich auch umgehen. Und deswegen ist das für mich voll okay. Umso schöner wäre, wenn du mit 3 Punkten nach Hause gehst. Das wäre wirklich, das wär sehr schön, ja. Kann ich auch adoptieren, wenn du möchtest. Bist du raus aus der Nummer. Naja, um die Frage nochmal aufzunehmen, klar gibt es da so ein bisschen Geschichten, wobei jetzt, wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich nur die persönliche Beziehung zum Trainer, die ich aus der Vergangenheit habe, aber da gibt es jetzt irgendwie nicht, dass man da jetzt besonders irgendwas machen möchte. Klar, man kennt sich ein Stück weit, wobei die Wege, die Kreuzung der Wege schon eine Weile zurückliegt da und man jetzt auch nicht mehr so dicht dran ist, dass man jetzt sagen könnte, okay, man weiß jetzt im Detail, wie die Arbeitsweise ist. Der Vorteil ist sicherlich, dass wir
wissen, dass er eben geprägt ist aus diesem RB-Kosmos und dass natürlich viele Elemente da auch Einfluss auf seine Arbeit haben, was es ein Stück weit vorhersehbar machen wird, also macht, was passieren wird. Wir haben auch eine sehr klare Linie verfolgt in den letzten Spielen. Das heißt, wir sind ja jetzt auf einem Level, wo jeder seinen Gegner durchleuchtet und wo jetzt nicht mehr so viel überraschende Dinge passieren. Trotzdem, wie gesagt, die Querverbindungen machen es dann spannend, aber man spürt eben schon, dass alle versuchen, dann in dieser Sensibilität jetzt Abstand zu wahren und eben niemand auf der anderen Seite in irgendeine komische Situation zu bringen. Und deswegen ruhen da meistens die Kontakte und dann freut man sich, wenn man danach nochmal zwei, drei Worte persönlich redet. Die letzten Spiele des Gegners sind immer zum Schluss entschieden worden. Das kommt ja oft immer vor im Fußball. Aber das heißt natürlich auch, man muss dann einmal mehr nochmal in den ersten Minuten aufpassen, sich nicht einzufangen und zum Schluss nochmal zu sagen, ja, da gibt es noch was, da geht noch was. Kann man das so auch einteilen, dass man sagt, im Kräfteverhältnis, man sagt, wir brauchen dann nochmal die zweite Luft, dann ab, was weiß ich, ab der 70. Minute, kann man das von vornherein ein bisschen kalkulieren? Ja, ich finde es immer schwierig. Also wenn du den Fokus auf irgendwas legst, dann passiert es ja meistens erst recht so. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja, aber Männer, lasst uns auf jeden Fall versuchen, kein frühes Gegentor zu kassieren, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du dir einen einfängst. Von daher alles gut, wir gehen das ganz normal an und wir versuchen in allererster Linie mal zu 11 zu Ende zu spielen, weil das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es auf Augenhöhe dann abläuft. Alles andere spielt dann keine Rolle, weil man hat jetzt durch die Wechselmöglichkeiten, du hast ja 5 Auswechslungen mittlerweile, dann schon auch die Möglichkeit, die Statik vom Spiel nochmal zu verändern, weil du andere Spielertypen bringst oder dann eben nochmal umstellen kannst. Das gibt uns Trainern dann schon nochmal eine andere Möglichkeit. Aber das ist immer vorher schwer vorherzusagen. Also es ist, wie gesagt, wenn man das letzte Spiel sieht, wenn es dann eben 3-0 steht und du bist einer weniger, dann kannst du dir vorher viele Dinge vornehmen. Wir haben eigentlich für alle Situationen was im Kopf und können dann eben auch reagieren. Aber das jetzt vorher im Detail mal mit der Mannschaft zu besprechen, macht keinen Sinn. Die Jungs sollen sich auf den grundlegenden Fahrplan konzentrieren, der auch immer ein Stück weit variiert, logischerweise zum Gegner. Und so viel Zeit ist unter der Woche dann auch nicht, zumal wir, wie gesagt, jetzt immer wieder gezwungen waren, Umstellungen vorzunehmen und nicht so viel Automatismen bilden zu können. Und die Personalsituation nimmt uns auch die eine oder andere Option, das muss man auch ganz klar sagen, dass in der Tiefe des Kaders natürlich jetzt der ein oder andere Spielertyp eben nicht mehr vorhanden ist, so wie wir uns das gedacht haben. Aber nochmal, wir haben für alles eine Idee und das wird nie eine Ausrede sein bei uns. Daniel Mau. Nochmal eine Frage an Patrick. Trainer hat ja gerade schon gesagt, du bist nach deiner Verletzung jetzt eine vollwertige Option. Wie groß ist denn bei dir die Hoffnung, vielleicht jetzt sogar in der Startelf zu stehen? Müsste man wahrscheinlich auch nochmal den Trainer fragen, aber trotzdem wirst du ja wahrscheinlich nicht sagen, ach, naja, mit 5 Minuten bin ich wieder zufrieden, gerade gegen den Ex-Club, oder? Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich schon auf das Spiel brenne, weil ich einfach ja ewig lang da gespielt habe. Aber grundsätzlich geht es jetzt in erster Linie da nicht um mich, sondern geht es darum, dass wir als Mannschaft einfach erfolgreich sind und dass wir ein gutes Spiel abliefern. Wenn der Trainer dann Bedarf sieht, dass er denkt, den kann ich bringen, der wird mir jetzt wird mir weiterhelfen, dann bin ich natürlich umso froher. Aber wenn es nicht sein sollte, dann ist es auch so. Ich glaube, da hat jeder Sportler, jeder Fußballer schon so viele Erlebnisse gehabt, dass er mal einen Nackenschlag bekommen hat. Von daher ist es für mich jetzt, ich nehme das so, wie es kommt und alles andere kann ich sowieso nicht verändern. Aber er bezeichnet es als Nackenschlag auf jeden Fall. was die Grundmotivation ja ausdrückt. Immer wenn ich nicht spiele. Muss ich doch, dass du noch eine hast. Ja, dann ist auch gut. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie haben mit dem Nürnberger Trainer Oberthaus eine Verbindung. Sie haben es jetzt nicht so ganz ausgeführt. Kann man es denn, war das damals, als er bei Ihnen Spieler war, war das klar, konnte man das ahnen, dass vielleicht aus ihm Trainer wird? Das hört man ja häufig so, dass die Leute sagen, bei dem und dem hat man das schon irgendwie mit 18, 19 gemerkt, dass da vielleicht der Weg hingehen könnte.
Boah, das wäre jetzt vermessen. Also ich habe ihn gehabt mit 17, 18, 19, glaube ich, so in der Phase. Zweieinhalb Jahre, drei Jahre, weiß ich nicht mehr ganz so genau. Der war noch relativ jung. Was bei ihm halt auffällig war, ist, dass er sich schon drei, vier Gedanken mehr gemacht hat als andere Spieler und dass er eben gerade auch für taktische Themen dann empfänglich war. Aber da jetzt irgendwie so eine These zu erstellen, in der Phase habe ich selber von mir nicht gewusst, dass ich das mal beruflich mache. Also von daher fehlte, glaube ich, in der Konstruktion damals im Amateurfußball generell die Fantasie, dass das dann mal in die Richtung geht. Das ist schon auch eine kuriose Geschichte dann am Ende. Sowohl als auch, also auch wenn man bei ihm den Weg dann sieht, er ist zum Studium nach Leipzig und bei Mark Kranstadt gespielt, was dann der Club war, der aufgekauft wurde, hat in der ersten Saison, glaube ich, noch für RB gespielt. Und also ist ja auch ein Weg, oder ist ja oft so, dass du diesen Einstieg in diesen Profifußball, eben gerade als jemand, der vorher nicht auf dem Karussell unterwegs war, jetzt als Profispieler, dass es sehr, sehr schwierig ist und über Zufälle funktioniert. Und das war bei ihm so und war bei mir auch so. Aber so jetzt, wenn man jetzt im Nachhinein, kann man natürlich schlau reden, aber würde ich jetzt schon sagen, dass er viele, viele Dinge mitgebracht hat, die ihn dann dazu befähigt haben. Ja, und, aber der Weg war natürlich zu dem Zeitpunkt, da gab es RB Leipzig noch gar nicht. Da nochmal angeknüpft, müssen Sie sich, oder als Sie im Sommer miteinander gesprochen haben, mussten Sie sich beide so zwicken oder war das irgendwie komisch, dass man jetzt, weil Sie schon sagen, ist eine kuriose Geschichte, bei Ihnen beiden, dass man jetzt aufeinander trifft in der zweiten Liga? Na, ich wusste ja bei ihm aus der Konstruktion, also dadurch, dass wir ja schon regelmäßig Kontakt hatten, er war jetzt erster Co-Trainer von Ralf Rangnick und dann von Julian Nagelsmann, dass es immer mal wieder Möglichkeiten für ihn gab, dann auch selber als Cheftrainer im Profigeschäft unterwegs zu sein. Und er hat das geplant und von daher kam es jetzt für mich nicht überraschend, dass es dann irgendwann soweit war und er dann eine Mannschaft übernommen hat. Und ja, von daher weiß ich nicht, ob wir uns kneifen müssen am Samstag. So, also es kam jetzt nicht mehr so überraschend aus der Konstellation, also für mich zumindest nicht, dass dann irgendwann der Zeitpunkt war, wo er sich ein Stück weit emanzipiert und dann selber als Cheftrainer arbeitet. Ich schaue nochmal in die Runde. Weitere Fragen? Kopfschütteln, dann haben wir noch Fanfragen. Es ist tatsächlich auch nur noch eine übergeblieben. Michael S. möchte von dir wissen, Daniel, ob es in der nächsten Länderspielpause ein Testspiel geben wird, vielleicht gegen einen ambitionierten Regionalligisten. Testspiel machen wir auf jeden Fall, weil wir hoffen ja auch ein Stück weit, dass der ein oder andere Spieler, der jetzt noch verletzt ist, vielleicht dann auch wieder dabei ist. Wir haben sicherlich auch ein paar Jungs, die nicht so viel Spielzeit hatten und deswegen wird es ein Testspiel geben in der ersten Woche, ähnlich wie wir das eigentlich versucht haben, in der ersten Länderspielpause zu machen. Wir sind auch relativ weit, wird aber dann eher also kein Amateurclub in Anführungsstrichen sein, weil es natürlich auch immer schwierig jetzt mit den Testungen zu Corona-Zeiten, sondern dann eine Mannschaft aus dem Profifußball und ja, ich darf ja noch nichts sagen. Sobald da was fix ist, werden wir das vermelden. Vielen Dank. Dann sehen wir uns am Samstag zum Heimspiel gegen Nürnberg.